Hallo zusammen, ich habe heute wieder mal eine Kühlbox. Und zwar ist das Thema, kann ich damit mit so einer 12 Volt Kühlbox Impfstoffe transportieren? Ja, wir haben hier auf dieser Box minus 83 Grad. Bei diesem Thermometer hier habe ich die Zuleitung und hier habe ich das Kabel, was hier reinführt in die Box, hat 83,1 Grad, so ein bisschen Abweichung kann schon sein. Und das ist unsere B65. Mache ich euch dann einen Link hier oben. Eigentlich ist von dieser B65 Standard nicht mehr viel übrig. Wir nehmen ja diese B65 Standard und mauen sie auch um als Tiefkühler. Der macht dann so minus 35 Grad, bei plus 50 Grad immer noch unter Null. Wir haben auch die gleiche Box schon mal getunt auf minus 60 Grad. Und hier jetzt an dieser Box, wir haben hier oben einen Zwischendeckel drin. Und ich habe hier so ein paar Sachen eingelagert. Das hier ist Spiritus. Das ist also 95%iger Wodka. Und ich stelle den einfach mal drauf. Und hier habe ich verschiedene Sachen eingelagert. Das hier ist das Original Kälteöl von Sekop. Das ist das Kälteöl, was in den Kompressoren verbaut wird. Ihr seht, da ist nichts mehr flüssig. Hier ist ein Tieftemperaturöl, was wir verwenden bis minus 60 Grad. Auch hart, kein Thema. Hier habe ich auch ein Kälteöl, was nicht geht. Und hier habe ich ein Kälteöl, das ist bei minus 80 Grad noch flüssig. Ja, warum zeige ich euch das? Weil wenn wir so eine Kühlbox nehmen hier, und wir setzen hier natürlich jetzt den Originalkompressor raus, das ist Standard BD35. Mit dem komme ich auf minus 20 Grad bei der Box. Das ist Energieklasse A, 3x plus. Sie braucht um die 5 Watt Strom als Originalbox. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Hier bei dieser Box reden wir von Stromverbrauch von 25 Ampere pro Stunde. Also das 25-fache an Strom, was das als normale Kühlbox braucht. Also ich lasse den mal stehen, aber hier könnt ihr dann den Schnee schon wegkratzen. Dieser Spiritus oder eben 95%iger Wodka, der braucht schon ein bisschen mehr. Wir gucken nachher in die Box rein, wie es hier aussieht. Wenn wir diese Temperaturen von minus 80 Grad erreichen wollen, brauchen wir erstmal mehr Isolation, komme ich dazu. Und ein Standard-Kühlsystem, was hier drin ist, das kann nicht von, wir brauchen ja noch kälter als minus 80 Grad, sagen wir minus 90 Grad. Und dann müssen wir das hochtransportieren, die Wärme, dass es weniger kalt wird in der Box, auf plus, sagen wir mal, 30, 40 Grad. Das heißt, wir haben eine Temperaturdifferenz von innen gegen außen, Kältemittel gesehen, von etwa 120 Grad. Es gibt kein Kompressorkühlsystem, was diese Temperatur schafft. Wir kriegen so 60, 70 Grad Temperaturdifferenz in einem Kühlsystem hin. Das heißt, normale Tiefkühltruhe, die hat minus 25 Grad plus 30 Grad außen, das sind dann 55 Grad. Was wird also hier gemacht? Wir haben also zwei
Kühlsysteme. Das eine arbeitet von minus 90 Grad, 85 Grad, auf minus 30 Grad. Das heißt, wir transportieren die, wie im Förderband, die Wärme nach draußen, wie aus einem tiefen Loch, aber eben nur 50 Grad hoch, von minus 85 auf minus 30. Dann brauchen wir ein kleines Gefälle auf minus 40 und von minus 40 drücken wir es dann hoch auf plus 35. Aus diesem Grund sind hier auch zwei Kompressoren drin, Wärmetauscher, und hier ist jetzt noch keine Elektrik, keine Abdeckung. Aus diesem Grund funktioniert das Teil ohne irgendwelche speziellen Sachen. Also das ist eigentlich die Anwendung von einem großen Tiefkühlschrank für Labore für in 12 Volt. Also man kann das Teil ins Auto stecken, am Auto anschließen. Da mache ich euch ein Video nochmals drüber, über die Stromversorgung von so einer Kühlbox. Also ihr seht hier, da ist richtig Schnee dran. Das Teil könnt ihr auch so nicht anfassen. Hier halte ich es hier, weil hier ist es wirklich richtig kalt. Das Ding hat minus 85 Grad. Ich mache die Box jetzt hier aus und ich zeige euch die Box natürlich auch von innen, weil mal schauen. Temperatursonde raus. Ich stelle die Box auf, weil ich die... Ihr seht, hier stand vorher dieser 95%ige Alkohol. Und ihr habt vorher gesehen, ich habe hier einen Zwischendeckel rausgenommen. Das ist jetzt hier so ein Provisorium. Der sitzt hier drin, dass das zumacht. Und das ist der Kühlraum. Ihr seht, hier fließt kalte Luft raus. Warum dieser Zwischendeckel? Dieser Deckel hier, der kann Temperaturen verkraften von 60, 70, 80 Grad. Wir haben aber hier eine Temperaturdifferenz von 120 Grad. Und ihr wisst, was ein Bimetall ist. Wenn ich ein Bimetall habe, außen warm und innen kalt, dann biegt sich dieser Deckel durch wie ein Bimetall. Und aus diesem Grund brauche ich zwei Deckel, dass ich das verkraften kann. Diese Box hier hat ja original als 56S 56 Liter, aber hier ist wirklich massiv an Leistung oder an Volumen geschrumpft worden. Also für ein Camping ist das gar nichts mehr, aber wir müssen ja hier nicht kein Fleisch transportieren, sondern Impfstoffe. Und hier gehen ca. 500 Impfdosen rein. Die Leute sagen, die letzte Meile bis zum Doktor ist ein Problem. Oder ins Impfzentrum. Also, sie reden immer von großen Mengen, aber schlussendlich der kleine Doktor, der dann anfängt zu impfen, bis der 500 Impfdosen durch hat, ist der Tag auch zu Ende. Nehme ich an. Ja, das ist gewesen. Ich bringe ein neues Video über die Stromversorgung. Diese Box ist jetzt hier im Rohbau. Ihr seht hier so eine Stufe. Die Stufe, die ist nicht, weil sie schön ist, sondern das hat auch ein Materialausdehnungsproblem. Wir produzieren ja die Boxen bei plus 20 Grad, 25 Grad, dann wird sie geschäumt. Und wenn ich sie dann runterkühle, das Innengehäuse wird viel kleiner. Wenn ich hier eine Temperaturdifferenz von 100 Grad habe, dann merken wir das. Also das heißt, wir müssen hier Spiel einbauen. Wir müssen die Kunststoffteile so bauen, dass sie nachgeben können. Hier, dieser Deckel, wenn wir direkt runterfahren, wird das Teil zerplatzen, weil die Materialausdehnung das nicht mitmacht. Aus diesem Grund brauchen wir hier diese Pyramide. Ja. Ich mache euch hier ein Video über die gleiche Kühlbox. Behaupte ich, ist die beste Kühlbox, die es gibt.
ich muss eine gute Kühlbox bringen, dass ich solche Werte hinkriege von minus 80 Grad. Hier unten eine B4656 GT, also die runtergeht auf minus 35, nur hier die von 60 Grad. Und hier einfach die Standardausführung, die Box, Standardkompressor 12, 24, 230 Volt, die kostet 550 Euro, Franken. Das soll es gewesen sein für heute. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Video.